Okay, guten Morgen zum Morning Meeting. An diesem Tag nach einem schlechten Nachmittag im FTAX. Gut, solange wir nicht overnight etabliert sind, ist das für uns nicht schlimm, beziehungsweise uns hat nur zu interessieren, wo der Kurs heute aufmacht. Wir sehen, dass am gestrigen Tag der FTAX ab der 11.322 auf der Unterseite einige Meter gemacht haben, vom Hoch bis zum Tief, von der 440 bis zur 11.140 sind das 300 Punkte, die wir verloren haben. Und die Marken auf der Unterseite, das heißt die technischen Marken, die haben überhaupt nicht dazu geführt, dass wir hier eine Korrektur nach oben sehen, sondern in einem Rutsch sind wir runtergelaufen. Was heißt das für uns? Wir haben hier zwei Level, fangen wir mal oben an. SOC, Scene of Crime, das war sozusagen das Bruchlevel, wo der Abverkauf angefangen hat unter der Value Area Low, kurz vor 18 Uhr, als die Nachricht aus dem britischen Parlament eben rauskam. 11.293, nehme ich jetzt nicht die 11.320 hier auf der unteren Seite im TPO, ist ein Single Print, gleichzeitig bei der 11.220. Also die beiden Marken habe ich im Hinterkopf. Und dann gleichzeitig auf der Oberseite bei der 306, das liegt auch ungefähr hier in diesem Preisbereich 11.306, ja, ein bisschen darunter. Das heißt, wir haben hier ein Cluster von dem Fibonacci aufgebaut aus der 11.566, das heißt Bewegungshoch bis Bewegungstief 11.145 und das kommt hier bei der 11.306 rein. Das nächste Level ist für mich die 11.000. Ja, 11.220, das ist dieses Bewegungshoch, was wir in der Korrektur gemacht haben, nachdem wir unter das Tief von 11.204 zurückgesetzt haben. Wenn man sich das hier im typischen O-Chart anschaut, dann sieht man, dass wir die ganze Value hier komplett durchlaufen haben, haben das Tief gebrochen und die Rücksetzer sind nur an das Volumen herangetreten und dann sind auch schon hier sofort wieder Shorts aufgebaut worden. Das heißt ganz, ganz strong short. Ne? Das heißt, wir wollten in keiner Weise mehr wieder hier in diese Zone rein, sondern wir haben hier extrem verkauft. Und wenn man hier das mal anschaut, das Volumen, was da reinging, das war nicht gerade wenig. Denn es ist nicht nur so, dass wir von dem Volumen von hier oben nach unten gefallen sind in diesem laufenden Kontrakt, sondern wir haben am Tief von diesem, was ich hier unten nenne, am Tief verkauft. Deswegen lege ich mich hier auch ganz klar auf die Short-Seite heute Morgen fest und alles andere auf der Long-Seite muss der DAX mir erstmal zeigen. Wenn wir diese Rücksetzer bekommen sollten, dann sind die mit Sicherheit auch dadurch generiert, dass Leute hier in diesem Preisbereich, sieht man hier im TPO, ich meine im Volume Profile, in diesem Preisbereich am Tief von dieser Abwärtsbewegung verkauft haben. Das heißt, sie sitzen hier mit ihren Shorts bei der 11.200 bis 11.150, sind die hier etabliert und haben hier ihre Short oder ihre größere Size aufgebaut. Wenn wir nach oben springen sollten, dann wird das nur dadurch generiert, weil Leute hier ihre Shorts glattstellen müssen mit den Stops hier oben bei der 11.217 und dann ist es auch schon vorbei. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier Long-Aufbauten irgendwo in dem Bereich bekommen werden, sondern nur einen Rücksetzer aufgrund von Glattstellen von Shorts, die am Tagestief gestern aufgebaut wurden. Ziel auf der Unterseite technisch bedingt 11.002, 11.035, 11.087. Die 11.035 ist auch ein formales vorheriges Tief, nicht nur hier dieses Zwischentief, sondern auch hier vom 25. 26.10. ein Tief. Was bedeutet das für uns? Heute achten wir nur auf die Short-Seite, wie kommen wir in den Short rein, beziehungsweise die Setups sind klar, Reshorts an Ausbruch, an der Value Area Low, Rücksetzer oder eben an den technischen Marken auf der Oberseite. Wie sieht es danach aus? Also für mich ist sowieso alles auf der Short-Seite und das Ziel ist hier die 11.080. Und das ist auch das letzte Level, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich vielleicht noch sagen, dass wir vielleicht eine Stabilisierung hinbekommen. Warum? Das ist das Profil, in dem wir uns gerade befinden. Der POC davon, hier sieht man ganz schön, liegt bei der 11.165. Das Rücksetzerlevel liegt hier, also bei der Value Area High von dieser Variation, Distribution.
Das heißt hier 11, bei der 11.200, da haben wir zurückgesetzt und haben diese Value bestätigt, dass die anerkannt wird. Die Folge dessen, 80% Regel, 11.080. Das heißt, von hier aus 11.080 ist das Target. Aufgrund davon, darauf, was hier in dieser Value hier drin sind. Darunter, unter ferner liefen, Ende offen. In dem Trend gibt es keine Ziele als Unterstützung, die festgenagelt werden können. Wenn wir trendig sind, sind wir trendig. Und das sieht im Moment so aus. Der Rest zeigt der DAX uns zwischen 8 und 9 Uhr. Okay.